Tag zusammen, salve a tutti. Es ist Mittwochabend, es ist Lunchtime. Aber bevor ich das mache, wollte ich mit euch ein paar Sachen durchgehen, die ich am letzten Wochenende genannt habe. So ein paar Aktien, die ich hatte oder habe. Und die wollte ich euch zeigen, weil das finde ich dann schon sinnvoll. Das eine war Amazon. Hier. Amazon, das ist der Tageschart. Da hatte ich einen Film gemacht. Boah, war das Mitte letzter Woche, glaube ich. Die habe ich hier irgendwo gekauft, bei hier in, das ist der Dollarchart, so bei irgendwo 1,03, 1,03,5, irgendwo da. Die halte ich. Ich finde, das sieht gut aus hier. Stabilisiert sich da, sieht gut aus über die Stochastik. Behalte ich weiter. Stop ist jetzt allerdings schon hier unter der 100 bei 98. Ich habe ein bisschen heißere Scheine genommen als die ich genannt hatte. Aber ich lasse die laufen. Netflix. Die fangen langsam an, mich zu nerven. Da hat man immer wieder den Eindruck, dass sie hier drunter knallen. Dann machen sie am nächsten Tag solche Bewegungen hier und ziehen dann mal richtig ordentlich hoch. Sind bei mir in den Watchlisten immer Nummer 1, irgendwo mit 3, 4, 5, 6 Prozent. Und am nächsten Tag knallen sie wieder runter. Ich habe sie noch. Allerdings ist mein Stop auf Dollarbasis bei 160. Das ist ein 151er Schein. Ich finde, es sieht okay aus, aber die müssen endlich mal Gas geben. Das ist wirklich blöd, muss ich schon sagen. Also die fangen an, mich zu nerven. Dann hatte ich als nächstes Activision Blizzard. Ja gut, da gucke ich zwar auf den Chart, aber nach wie vor die Idee ist, der Chart, der sieht okay jetzt hier aus, stabilisiert sich überall, ist über der 200-Tage-Linie und. Aber die Idee ist eine andere. Die Idee ist, dass da bald die Genehmigung kommt für diese Übernahme, dass sie dann irgendwo hier oben dann mal stehen. Das hat also mit dem Chart relativ wenig zu tun. Dann hatte ich Komerční Banka. Das war am Freitag, habe ich die gemacht. Am Freitag, das ist hier. Und die sind schon wieder draußen. Der Hintergrund ist der, ich bin der Meinung, das bezieht sich auf Deutsche Bank nicht ganz so, aber auf die Lufthansa auch gleich, die kommen. Ich glaube, das ist kein Markt, wo man den Helden spielen muss. Wenn ich eine Option habe, bei Lufthansa, Entschuldigung, bei Commerzbank war das irgendwo eine 7,11er oder sowas. Und die zieht dann gleich dementsprechend hoch. Und die ist ja schön gestiegen hier von dem Tag, das war 7,80 ungefähr, auf 8,60, stimmt das? 8,64, ja. Ich habe das hoch auch nicht erwischt. Aber wenn ich dann so ganz grob 50, 60 Cent habe oder 70 Cent, dann gebe ich die Hälfte der Position und ziehe den Stop relativ nah an. Da bin ich also dann ausgestoppt worden, war aber erfolgreich. Finde ich sie doch nach wie vor in Ordnung aus. Immer wenn die mal hier runterkommen sollten, ist das mal eine Sünde wert. Deutsche Bank habe ich noch. Da habe ich mich aber auch, ich habe Teile gegeben. Und zwar gestern hier wurden die dann auch, es war einfach, ich war zufrieden mit dem, was ich hatte. Und dann schmeiße ich die auch mal raus. Aber ich habe noch einen Teil, weil mein Stop, der ist hier irgendwo bei 9,40 war der. 9,33, glaube ich, liegt der. Ich werde ihn aber jetzt nochmal anziehen, ein bisschen, aber nicht viel. Finde ich, sieht auch in Ordnung aus. Und Lufthansa, das hat eigentlich am meisten Spaß gemacht, weil die gingen schön hoch. Da ist hier überall Lufthansa und Lüge streichen. Und hast du nicht gesehen, egal wie, der Chart hat hier ein sehr, sehr schönes Kaufsignal gegeben. Hier drüber, dann habe ich hier auch lang, kurz, ich hätte eigentlich noch einen Tag warten müssen, aber ich habe das hier einfach ausprobiert. Und das war hier an dem Tag, das war so auch so bei 5,85 und dann gingen die gleich auch hoch bis 6,60 fast. Ja. Da ist dann aber auch, die Hälfte ist da geflogen und da habe ich den Stop ganz nah. Die sind also heute irgendwo bei 6,30 raus. Jetzt sind sie ein bisschen höher, habe ich keine Position mehr. Aber auch hier, wenn die irgendwann hier runtergehen, dann ist das für mich immer wieder ein Kaufwert. So viel zu den Aktien. Ich habe jetzt kein, achso, VW. Ja, VW hatte ich auch gesagt, gucke ich mir am Montag an. Montag war dann hier. Ich fand sie gut. Ich habe sie auch im Chat, habe ich sie auch nochmal genannt. Das war eine 129er Basis. Die sind aber dann auch schon raus. Das ist, habe ich jetzt momentan nichts. Bin ich auch ganz froh drum, dass die wären nämlich sonst hier wahrscheinlich rausgeflogen. Kann ich mir vorstellen. Hatte ich. Ist gut gelaufen. Und wenn dann so eine Option 30-40% macht oder auch nur 25, ist das gut. Nochmal, ich sehe nicht ein, dass das hier ein Markt ist, wo man den Helden spielen muss. Das kann innerhalb von Sekunden wirklich dementsprechend wieder wegdrehen. Und damit gehen wir jetzt mal zum DAX. Hier ist der DAX. Ich fand, das war ein komischer Handel heute. Insbesondere heute bis zur Mittagszeit, bis 13 Uhr.
Da hatte man teilweise wirklich das Gefühl, so, jetzt treten sie es ganz durch bis 12.850. Irgendwo hier hin, wo jetzt da gerade eben die Maus ist. Ja. Das ist ja dieses Gap, was wir noch haben, wo ich auch den Pfeil dran gemacht habe. Da hatte ich immer wieder den Eindruck, ey, das gibt's doch nicht, das kommt nicht hoch. Ja. Und dann kam Herr Paul und auf einmal ging es dann relativ steil. Diese Kerze hier, die wir heute hier haben, ist eine Mischung aus einem Hammer und einem Umbrella Doji, also der kleine Bruder davon. Irgendwas dazwischen, ich weiß nicht, wie man es nennt. Es ist kein Doji, es ist kein Hammer, irgendwas dazwischen. Ich gehe mal näher ran. Was wir gemacht haben, ist, wir haben jetzt hier so einen Mini-Doppelboden. Wir waren etwas tiefer als am, was ist denn das? Das ist Dienstag, Montag, am Donnerstag. Wir sind etwas tiefer gegangen. Wir haben den Trendkanal noch nicht mal gesehen. Und haben uns dann von hier unten, das Tief war bei 12.967, haben wir uns dann hochgearbeitet. Ich habe noch kein Signal von den Bändern. Das wird aber kommen, also sprich das obere Band wird brechen, wenn der morgige Tag innerhalb von dieser Kerze hier liegt. Also er darf sogar runtergehen bis, sagen wir mal, 12.970, dann würde das trotzdem brechen. Brechen im Sinne von nach unten gehen. Das wäre dann positiv. Ist aber noch nicht so weit. Kann auch noch 2 Tage dauern. Also von den Bändern her momentan noch nichts Neues. Kanal habe ich beschrieben. Da sind wir nochmal dran gelaufen. Bisschen drunter, das ist auch okay. Also ein bisschen unter diese Kerze hier von letzter Woche. Ist auch okay. Aber hat bisher gehalten. Das MACD macht eine gute Stabilisierung. Lang, kurz, kurz. Das ist der dritte kurze Histogrammbalken hintereinander. Das finde ich eigentlich in Ordnung. Die Stochastik dreht leicht hoch. Es sehen viele Aktien, auch in Amerika, so aus, dass sie hier leicht hochdrehen. Ich habe hier noch kein bestätigtes Kaufsignal. Das bekomme ich aber, wenn wir auch hier innerhalb der Kerze von heute Morgen liegen sollten. Dann wird es hier hochgehen. Idealerweise mit einem Schlusskurs, der über dem heutigen Schlusskurs liegt. Wenn ich alles ausschalte, mal nur auf den Chart gucke, muss ich sagen, der hat mehr Chancen als Risiken. Das gefällt mir hier. Doppelboden, noch nicht mal das untere Band gesehen, im Kanal gehalten, dreht nach oben, eine hammerähnliche Kerze, hier positiv, da positiv. Da muss ich sagen, das Ding zieht wenigstens bis zur Kanalkante. Diese Kanalkante verbindet sich jetzt hier mit dem Low vom 19.05. Das war bei 13.683. Das liegt genau hier drüben für den morgigen Tag. Das passt. Also das wäre dann auch ein Widerstand. 20-Tage-Linie fällt noch runter. Also es ist alles in allem noch negativ. Gar keine Frage. Also über den gleitenden Durchschnitt. Das würde aber auch dauern. Selbst wenn wir jetzt da drüber gehen, wird es dauern, bis die nach oben dreht. Also ich finde, das sieht hier rein auf den Chart bezogen gar nicht so schlecht aus. Allein, das gebe ich zu, mir fehlt die Traute, hier größere Positionen zu machen. Ich mache es lieber kleiner und ich bin auch zufrieden damit, wenn eine Option 20-30% macht. Das finde ich cool. Dann freue ich mich. Aber ich kann hier keine großen Positionen fahren. Das ist innerhalb von einer Minute kann sich hier alles um 100 Punkte ändern. Also das ist größte Vorsicht angesagt, aber langsam glaube ich, dass sich der Chart hier wahrscheinlich doch durchsetzen wird. Der Vorteil von dieser Kerze von heute, ich nehme sie nochmal, ist der, wenn wir drunter gehen, und zwar der Tiefskurs war heute diese 12.967, und zwar sagen wir mal mit 50 Punkten drunter, dann wären wir auch unter dem Kanal, da muss der Stopp liegen, wenn man jetzt einen Long reinmacht. Was habe ich denn für Scheine? So, einmal habe ich einen Call genommen, da muss ich es jetzt wieder ein bisschen hochholen, Moment, hier. Der liegt trotzdem unterhalb von diesem, nennen wir es mal, Ukraine-Tief. Ist der trotzdem drunter? Wo sind die Scheine denn? Da. Bei 12.410 ist im Moment trotzdem ein Hebel 17. Das ist keine kleine Option. Damit kann man ordentlich Spaß haben. Das ist die KF92FZ. Und als Put habe ich eingenommen, der hinter der 20-Tage-Linie liegt, die 14.113. Da sind wir ungefähr hier. Der Put kommt nur dann in Frage, wenn wir wirklich hier 50 Punkte drunter schließen. Sonst nicht. Im Moment präferiere ich den Call. Der Put hat die Kennnummer KG4G9X. Ich habe heute mal einen anderen Emittenten genommen. Ich habe mir die angeschaut. Die machen momentan eigentlich einen ganz guten Job, muss ich sagen. Man muss nur die Scheine ein bisschen weiter wegnehmen. Also ich finde es hier nach wie vor super spannend und man weiß morgens nicht, was abends passiert. Deswegen größte Vorsicht angesagt, aber wenn ich den Chart
komplett rauslöse aus allen Informationen, die man von außen bekommt, sieht er gar nicht so schlecht aus. So möchte ich es mal formulieren. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.